Dann machen wir weiter mit Andresa Piovani. Kennen Sie sich die Geschichte von Schwarzen Schwan? Seine Geschichte ist fast genauso. Als kleiner Junge war er zu dünn und schüchtern. Heute ist sie eine fantastische Blondine und ein bewundertes Modell. Und alles hat angefangen, als er gerade 16 war. Seit ihrem 16. Lebensjahr sammelt sie Schönheitstitel wie andere Briefmarken. Von kleineren Wahlen in ihrem Stadtteil bis zu Titel der Miss Gay Brasil 1997 räumte sie alles ab, was es zu gewinnen gab. Im Jahre 2000 ist sie dann nach Deutschland gekommen. 3 Jahre später gewann sie den vielbeachteten Titel der Miss Drag Queen Germany und beeindruckte mit ihren weiblichen Kurven. Regelmäßig ist sie im Hamburger Pulverfest unter ihrem Künstlernamen Andresa Piovani zu sehen. Und ab März steht sie als erster transsexueller Selektor an der Tour der neuen Hamburger Szene Disco Mondu auf der Reeperbahn. Und sie ist bei uns im Studio. Andresa Piovani, herzlich willkommen bei TV Panema. Hallo, freut mich. Freut mich auch. Wer hat die Idee gehabt, Sie einzuladen, als Tour-Selektor bei Mondu zu arbeiten? Die Chef selbst, der Klaus, wir kennen uns seit schon 5 Jahre und hat er gedacht, vielleicht können wir eine besondere, ausgefallene Person an der Tür sein, dann... Ich glaube, ich hatte die richtige gesucht. Ja. Ich denke schon. Es ist etwas total neu in Deutschland. Kein anderer Disco hat einen Transsexuellen, nee. Ne, der diesen Job macht. Nee, das finde ich auch schön, dass er diese Tür geöffnet hat. Mhm. Für mich. Was machen Sie genau? Was macht genau ein Tour-Selektor? Ich in Mondo entscheide, wer darf rein oder nicht. Und entsprechend gute Laune Leute, die gestylt sind und nicht nur das, aber auch, sie müssen auch Spaß haben, eine Party machen. Das ist auch wichtig. Muss unbedingt jung sein? Nein, alle Alte sind willkommen. Aber werden Sie nicht allein da sein? Nein. Natürlich aus Sicherheitsgründen, ne? Genau, mit und 3 anderen Männern, glaube ich mal. Mhm. Ja. Ab wann kann man Sie bei Mondu sehen? Ab 1. März bin ich da, jeden Freitag und samstags ab 23 Uhr. Und welche Richtung von Musik wird da aufgelegt? Dance House und unter im Keller ist ein bisschen Elektromusik. Ein bisschen für jeden ja, Geschmack. Ja, genau. Ist alles dabei. Und bis wie viel Uhr kann man da tanzen? Ach, bis der letzte Gäste raus ist. Oh, schön. Gibt's keine Grenze, ja. Oh, super. Dann sprechen wir ein bisschen über Sie. Wie Sie sind nach Deutschland gekommen? Ich bin nach Deutschland, genau Hamburg, vor 7 Jahren gekommen. Eine Freundin von mir in Brasilien hat mir gesagt, ja, schick mal ein Video, gibt's da ein Kabarett, das heißt Pulverfest Kabarett, mit Shows. Und ich mache ja Shows, seit ich schon 15 bin. Und von daher, da habe ich Video geschickt und Foto. Dann habe ich sie einen Vertrag geschickt. Dann seit 7 Jahren, dieses Jahr werde ich 8 Jahre hier in Hamburg sein. Immer im Pulverfest Kabarett. Schon. Ja. Und wie oft treten Sie auf der Bühne, machen Sie Ihre Show? Das ist 6-mal die Woche, 2-mal sind 2 Shows und Wochenende sind 3 Shows. Mhm. Ab 20.30 Uhr. Mhm. Ja, ich habe Ihre Show gesehen. Ja. Sie fangen an als Hexe. Wer hat diese Idee gehabt? Wie hat so alles angefangen mit dieser Choreografie und Besonderheit? Die Show, ganz besonders die Hexe, hat eine Freundin von mir aus Rio die Show schon gemacht und fand ich das interessant. Und dann habe ich, ja, gib mir hier diese Show. Dann habe ich hier gemacht. Dann ist ein Erfolg. Die Leute sind begeistert und sie erwartet nicht, ne? Die von einer Hexe, dann kommt. Eine Prinzessin. Genau. Das merkt man wirklich. Das ist überraschend, ja. Pfeifen, applaudieren, genau. Sehr schön. Ja, Sie haben auch in 2003 den viel beachtenden Titel Miss Drag Queen Germany gewonnen. Mhm. Würden Sie etwas so noch weitermachen, noch einen Wettbewerb in Richtung Drag Queen oder ein anderer Schönheitswettbewerb vielleicht? Würden Sie Lust dazu haben? Richtung Drag Queen glaube ich nicht, weil Drag Queen ist was Schrilles, was Buntes und das hat ein bisschen nichts zu tun mit mir, obwohl ich das Titel gewonnen habe in 2003. Aber eine
Wettbewerb, sorry. Ein Schönheitswettbewerb, ja. Das würde ich auch gerne machen. Sogar habe ich vor 2 Jahren in Thailand Miss International Queen auch mitgemacht und das macht immer Spaß. Mhm. Würde sehr gerne machen wieder, ja. Ja, das würde ich auch fragen. Warum machen Teilen Sie immer nehmen? Nehmen Sie immer teil in diese Art von Wettbewerb? Was gibt Sie? Was für ein Gefühl gibt es Ihnen? Nee, das ist schön, weil Sie zeigen auch viele Transsexuelle die ganze Welt. In Thailand zum Beispiel, das sind riesengroße Sachen da, dieser Miss International Queen. Und sind über 20 Kandidaten, die mitmachen, alle Welt. Und dann können die Leute sehen, wie verschiedene sind wir. Und das gibt es überall. Und heute, Gott sei Dank, ist die Toleranz ist da. Und da können wir das zeigen durch diesen Mitbewerb. Ja, das. Sie haben die Brücke gegeben, ne, wo die einfach fragen. Wie ist Ihr Leben hier in Hamburg? Spüren Sie mehr ein tolerantes Verhalten oder ist doch Ihre Abneigung und Unverständnis noch? Doch, hier in Hamburg, durch das die Stadt ist eine sehr internationale Stadt und die Toleranz ist sehr gut. Gott sei Dank, ich habe keine großen Probleme gehabt in Hamburg mit sowas. Und das finde ich schön, dass sowas ist. Weil für uns Transsexuelle ist es immer so, sie sehen Transsexuelle nicht so als normale Frauen, dann Toleranz, sorry. Ja, das ist gut hier in Hamburg. Okay. Und welche sind Ihre Pläne für die Zukunft? Meine Zukunft, ich bin nicht so gerne ein Mensch, der so gerne plant. Meine Zukunft sind so höchstens 6 Monate und ich lasse mich immer was zukommen. Okay, schön. Das bedeutet, dass in 6 Monaten können wir Sie noch bei Pulverphase. Genau. Ich bin da wieder Oktober und November in Pulverphase sehen. Okay, Andresa Piovani, vielen Dank für das Interview. Ich und wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg. Dankeschön.